gonna take on the world. Sagt Ihnen der Name Georg Thiel etwas? Es ist ein technischer Zeichner aus Borken in Nordrhein-Westfalen, der fast 6 Monate im Gefängnis saß, weil er seine Rundfunkgebühr nicht bezahlt hat und sich hartnäckig weigerte, die Rundfunkgebühr zu bezahlen. Ein Bürger, der nie irgendwie auffällig war, ein unbescholtener Bürger, 6 Monate im Knast wegen der Rundfunkgebühr. An Georg Thiel musste ich heute denken, als ich die Nachricht las, dass in Neustrelitz ein afghanischer Asylbewerber zu einer Bewährungsstrafe verurteilt wurde, weil er ein 11-jähriges Mädchen im Stadtpark vergewaltigt hat. Ich wiederhole es jetzt nochmal, wenn man es wirklich nicht glauben kann. 11-jähriges Mädchen im Stadtpark in Mecklenburg in Neustrelitz vergewaltigt, Bewährungsstrafe 2 Jahre, verließ den Gerichtssaal als freier Mann. Für mich geht das nicht in den Kopf, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich verstehe nicht, was ist das für ein Gericht? An welchen Maßstäben orientiert sich das? Ich erzähle noch kurz den Hintergrund. Dieser junge Mann kam als angeblich minderjähriger Asylbewerber, angeblich aus Afghanistan, und hatte keinerlei Papiere mit sich. Man hat festgestellt, dass er sich in Widersprüche vermittelte, und deshalb hat man jetzt vom Gericht eine Untersuchung angeordnet, und die kam zu dem Schluss, dass er wahrscheinlich 16 Jahre alt sei und damit nach dem milden Jugendstrafrecht verurteilt wurde, werden konnte, genauer gesagt, nein, werden musste. Mit unter 18 muss man, ab 18 kann man nach Jugendstrafrecht verurteilt werden. Interessant, dass man ja den Führerschein nach den Plänen von Rot, Grün, Gelb schon ab 16 machen kann. Nicht den Führerschein, sehen Sie, das emotional ist das so auffüllend, dass man schon Dinge verwechselt, dass man wählen darf ab 16. Also wenn man die Zukunft des Landes entscheidet, dann darf man das, aber wenn man eine Straftat begeht, dann ist man nicht voll verantwortlich. Man kann nun vieles einwenden. Man kann sagen, ja, der war vorher in Untersuchungshaft. Man kann sagen, vielleicht mildernde Umstände. Vieles kann man einwenden, aber überlegen Sie sich mal, was das für ein Signal ist. Vor allem für junge Männer, die aus Gesellschaften kommen, die frauenfeindlich sind, wo Gewalt gegen Frauen ein Kavaliersdelikt ist. Und an die wird dann in Deutschland das Signal ausgestrahlt, hier von diesem Gericht: eine Vergewaltigung von einer 11-Jährigen ist etwas, wo man mit einer Bewährungsstrafe davonkommt. Und glauben Sie mir, ich war in Gesellschaften, die so geprägt sind. Ich war auch schon in Afghanistan. Bewährungsstrafe ist dort etwas, was sich dem Verständnis entzieht im Sinne von einer richtigen Strafe. Da heißt es, man bleibt dann frei. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich habe selber 2 Töchter, eine noch kleinere. Und als Vater macht mich das völlig sprachlos, weil in meinen Augen ist hier die Frage, ermutigt das nicht geradezu andere zu solchen Taten? Das ebenso Erstaunliche ist, ich habe das nur in der JF gelesen, die bezieht sich auf einen Bericht im Nordkorea aus Neubrandenburg, den ich online aber nicht gefunden habe. In anderen Medien habe ich es nicht gefunden. Das kann sein, dass ich zu dumm bin zum Suchen, will ich überhaupt nicht ausschließen. Aber es war sicher nicht eine große Schlagzeile. Warum? Warum wird so etwas nicht groß verbreitet? Will man die Bevölkerung nicht verunsichern? Ich hoffe, dass jetzt vielleicht dieses Video und der Bericht auf meiner Seite dazu beiträgt, dass es etwas verbreitet wird. Mich macht das schlicht sprachlos und ich frage mich, was ist da los mit diesem Land? Michael Ballweg sitzt in Untersuchungshaft wegen Vorwürfen, die mir merkwürdig vorkommen. Ich will das Thema nicht neu aufmachen. Ich weiß, gibt es sehr unterschiedliche Meinungen, aber die Leute mit den Maskendeals, 1,2 Millionen eingesackt, 600.000 eingesackt, da sagt man, das ist alles legal. Da war auch niemand in Untersuchungshaft. Michael Ballweg wird gleich mal weggesteckt. Wenn man eine 11-Jährige vergewaltigt, dann kommt man mit einer Bewährungsstrafe davon. Wie wirkt das auf die Eltern? Wie wirkt das auf dieses junge Mädchen? Was hat das für Auswirkungen?
Ich verstehe es nicht. Ich kann es rational nicht nachvollziehen. Und leider ist es auch keine Ausnahme. Schauen Sie auf meine Seite, auf meinen Artikel dazu. Da ist eine ganze Liste von Strafen, die auf Bewährung ausgesetzt wurden für Vergewaltigung, für sexuelle Straftaten gegen Minderjährige. Ich kann es wirklich nicht nachvollziehen. Umgekehrt gab es dann schnell Prozesse gegen Corona-Demonstranten, Demonstranten gegen die Corona-Maßnahmen. Ich kann es rational einfach nicht mehr nachvollziehen. Danke fürs Zuschauen. Schauen Sie wieder rein. Ich habe ein bisschen wenig gemacht. Woran liegt das? Das erzähle ich im Backstage. Und vielen Dank, wenn Sie abonnieren, wenn ihr abonniert, wenn ihr ein Like da lasst und auch wenn ihr unterstützt. Geht jetzt nicht mehr über PayPal, geht nur noch über die Bank. Die Schikanen gehen weiter. Alles Gute, danke, ciao. Ja, und ich habe versprochen zu erzählen, warum ich im Moment etwas weniger Videos gemacht habe, weil diese ganzen Schikanen, dass jetzt PayPal ist oder die Banken, das führt ja dazu, dass man beschäftigt ist, dass man schreiben muss, dass man organisieren muss. Und ich glaube, das ist auch der Hintergrund. Man will einen nicht nur finanziell ausbluten und zum Aufgeben bringen, man will einen auch noch ständig beschäftigt halten, dass man als Einzelkämpfer nichts anderes mehr zu tun hat, als sich um diese organisatorischen Dinge zu kümmern. Ausgesprochen infam, ich muss da immer an Bärbel Bohley denken, die sagte, dass die Methoden von damals, die sie aus der DDR kannte, in neuem Gewand wiederkommen. Und genau das erleben wir heute. Aber das wäre schon wieder Stoff für ein anderes Video. Schaut auf meine Seite, ganz spannender Bericht, wie die Innenministerin, die Frau Faeser, jetzt schon vorab die möglichen Demonstrationen gegen die Inflation, gegen die Energiekrise als rechtsextrem framed. Unfassbar. Aber auch sehr verständlich, eine alte Taktik von KGB und Stasi habe ich ausführlich erklärt auf meiner Seite. Alles Gute, danke, ciao.